Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, ein älterer Familienangehöriger von Ihnen, zum Beispiel Ihr Vater, stürzt und bricht sich das Bein. Er kommt ins Krankenhaus, der Bruch wird versorgt, aber irgendwie ist der Mann nicht mehr derselbe. Er kommt nicht mehr richtig auf die Beine und er ist tüdelig. Da kann es sein, dass eine geriatrische Behandlung sinnvoll ist, eine Behandlung, die den ganzen Menschen sieht und eben nicht nur den Beinbruch. Und was Geriatrie ist, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Jochen Gerke, er ist Chefarzt der Geriatrie an der Asklepios Klinik Nord. Schön, dass Sie Zeit haben. Aber gerne, Frau Kahle. Sagen Sie uns, was kann die Geriatrie tun? Was macht sie aus? Was macht die Geriatrie aus? Eine sehr schwierige Frage. Die Geriatrie ist der Allgemeinmedizin im Krankenhaus, das Schutzschild des alten Patienten und der Berater des alten Patienten. Das Beispiel, was Sie genannt hatten, ein Patient hat sich ein Bein gebrochen, wird in einer unserer unfallchirurgischen Abteilungen altersgerecht operiert mit möglichst Vollbelastung und hat dann vielleicht noch Nebenerkrankungen. Ein Diabetes, der schlecht eingestellt ist, ein Blutdruck, der entgleist ist oder viele andere Sachen oder ist einfach tüdelig nach der Operation. Das ist dann das Thema, wo der Geriater zusammen mit dem behandelnden Arzt auf den Patienten zugeht und ein gemeinsames Behandlungskonzept entwirft. Das heißt also, man schaut ja auf den gesamten Menschen, das heißt dann auch verschiedene medizinische Disziplinen, die da ins Spiel kommen. Was sind denn das für typische geriatrische Krankheiten? Also eins haben Sie ja schon gesagt, ist tüdelig vielleicht. Was kommt da noch dazu? Was begegnet Ihnen da an Krankheiten? Häufig ist es so, dass die Hauptdiagnose, also der Beinbruch oder der Herzinfarkt oder vielleicht auch die Lungenentzündung wegen der Erkrankung, wo der Patient ins Krankenhaus gekommen ist, gar nicht die Behandlungsdiagnose ist. Vielleicht die Behandlungsdiagnose, er hat 5 Stufen zu Hause zu gehen, die er nicht mehr gehen kann, weil vielleicht seine Kniearthrose, sein verschlissenes Knie, nach 2 Wochen Bettlägerigkeit nicht mehr geht. Oder er ist vielleicht nach der Operation etwas durcheinander, dass er sagt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich wasche oder ich kenne meinen Angehörigen mehr nicht. Wir kennen diese Krankheitsbilder. Wir können mit unserem multiprofessionellen Team, wo auch Psychologen, Neurologen, Physio, Ergotherapeuten zusammen mit uns Geriatern den Patienten behandeln, Behandlungsstrategien aufzeigen, versuchen den Patienten wieder in seine Häuslichkeit zu bekommen oder in seine Senioreneinrichtung oder ähnliches, um ihn dort wieder in seinen alten Zustand zurückzuversetzen. Ja, also am besten erklärt man das wahrscheinlich an einem Beispiel. Stellen wir uns mal vor, mein Vater, 75 Jahre alt, wohnt in Hamburg-Barmbek, stürzt, bricht sich das Bein, kommt in die Asklepios-Klinik Barmbek. So, da wird er jetzt aufgenommen. Und was passiert jetzt mit ihm aus Ihrer Sicht? Der Patient wird über die zentrale Notaufnahme aufgenommen. Dort wird ihn schon ein Chirurg sehen. Und er wird dort von unserem Team, das alterstraumatologische Team von Dr. Gütschow in Barmbek, behandelt werden. Alterstraumatologie heißt seitens der Chirurgie, dass man versucht, eine Versorgung zu erreichen, dass der Patient nach seiner Operation wieder auf den Beinen voll belastbar gehen darf. Das Besondere jetzt an Barmbek, was ja ein Standort ist ohne eigene Geriatrie, ist, dass wir Geriater dort gemeinsam mit den Chirurgen schon Visite am Bett des Patienten machen. Also würden jetzt Ihren Vater schon zusammen sehen und der Gütschow würde sagen, Oberschenkelhalsbruch, ich habe ihn operiert gestern, aber irgendwie der Blutdruck ist entgleist oder ist ein bisschen tüdelig. Und wir würden zusammen überlegen, welche Tabletten hat er denn, was können wir denn zusätzlich an Therapien anbieten. Und wenn die Notwendigkeit besteht, dann sagen, das ist ein Patient, der von einer geriatrischen Weiterbehandlung profitiert, den würden wir dann in unsere geriatrische Hauptabteilung in die Klinik Nord verlegen. Das heißt, er zieht dann also um und sieht dann neue Leute plötzlich? Das ist ja das Schöne, dass er das nicht sieht. Er wird mich genauso und mein Team dort wieder sehen. Auch die Angehörigen würden schon vorher mit uns Kontakt aufnehmen können. Und das ganz Besondere ist, das Team von Dr. Gütschow würde auch den Patienten in Nord visitieren, inklusive der Krankengymnasten. Wir würden den Behandlungsstrang nicht unterbrechen. Wir würden einfach eine Weiterbehandlung machen mit dem gleichen Team. Wir sehen aus Barmbek die Medikamentenverordnung, die Röntgenbilder, das Labor. Wenn der Patient nochmal Bedarf hat, würden wir ihn auch in Nord röntgen und die Kollegen in Barmbek könnten sich die Bilder zeitgleich ansehen, uns beraten. Das ist eine gemeinsame Behandlung eines älteren Patienten und das ist das Besondere an den Geriatrien Hamburg, dass wir das für jeden Standort anbieten.
Aha, das ist dann dieser Zusammenschluss an Chorissen, um den es jetzt auch geht. Genau, an Choris, der Dachbegriff für die Hamburger Geriatrien, die das Qualitätsversprechen geben, dass jeder Patient, der Bedarf hat, in einer der Hamburger Asklepios-Kliniken auch von einem Geriater oder Geriaterin mitbehandelt wird. Ja, genau. Jetzt nochmal zurück zu dem alten Herrn, der da also mit seinem Beinbruch ist. Jetzt fragt man sich ja doch als Angehöriger, mein Gott, reicht es nicht, den Beinbruch zu heilen? Und geht das nicht eigentlich schnell wieder weg, dass der jetzt so ein bisschen durcheinander ist? Und kurz gesagt, wer ist ein Fall für die Geriatrie? Wer ist das und wer ist es nicht? Die besten Patienten sind ja die, die kein Fall für die Geriatrie sind. Wir sehen immer die Patienten, 89 Jahre oder noch älter, waren noch nie beim Arzt, keine Medikamente, haben sich das Bein gebrochen und nach 3 Tagen laufen sie rum, sind Frühsport morgens um 7 Uhr auf dem Balkon. Die sieht der Geriater gerne und sagt, alles Gute, wunderbar, Sie können gerne nach Hause gehen. Da gibt es Menschen, die vielleicht noch Bedarf haben, dass noch vielleicht eine kognitive Störung abgeklärt wird. Patienten, die etwas schusselig sind nach der Operation, die wir dann durch unsere Psychologen und Neurologen mitbehandeln lassen. Oder Patienten, die tatsächlich eine starke Bettlägerigkeit haben nach der Operation und gar nicht sozusagen in die Gänge kommen. Also es ist von bis und für alle Bereiche bietet die Geriatrie eine Behandlungsempfehlung an. Dies kann sein, dass vielleicht nur ein Hilfsdienst für zu Hause organisiert wird, vielleicht jemand, der Tabletten richtet, bis zu komplexen Pflegeüberleitungsmaßnahmen. Also der Sozialdienst ist immer sehr eng bei uns in der Geriatrie vorhanden und jeder Patient wird auch sozialmedizinisch beraten. Muss es denn immer so sein, dass eine Geistesstörung eine Rolle spielt, damit man geriatrisch behandelt wird? Oder sind das womöglich auch einfach typische Krankheiten, die man im Alter haben kann, wie Osteoporose und andere Dinge? Alt ist ja nicht krank und alt ist nicht dement. Immer so Altersmedizin, das sind die, die mit den Dementen arbeiten, das ist ein Vorurteil. Ja. Es gibt sicherlich viele kognitiv eingeschränkte Patienten im Alter, das ist häufiger als in unserem Alter, aber es sind ganz viele andere Erkrankungen von chronischen Schmerzen zum Beispiel, dass Patienten nach 2 Wochen Bettlägerigkeit nicht mehr aufstehen können, weil die Wirbelsäule wehtut. Die immer sagen, ich habe schon immer Rücke gehabt, jetzt kann ich gar nicht mehr. Wir haben ein Team, wo wir uns spezialisiert haben auf eine Schmerztherapie bei dem alten Menschen, dass wir durch physikalische und physiotherapeutische Maßnahmen unter medikamentöser Supervision oder geriatrische Supervision den Patienten wieder in die Mobilität bekommen. Das kann sein vollstationär in unserer Klinik, es kann aber auch sein teilstationär in unserer oder einer unserer Tageskliniken, wo der Patient morgens abgeholt wird zu Hause, am Tag behandelt wird, Schmerzeinstellung bekommt, Krankengymnastik, Ergotherapie und abends wieder nach Hause gebracht wird. Dann kommen wir nochmal auf unser Beispiel. Der 75 Jahre alte Herr mit seinem Beinbruch, der ist jetzt also zu Ihnen gekommen, nach Nord. Muss jetzt also wieder auf die Beine kommen, sagt, ihm tut sowieso ständig was weh, also hat zum Beispiel chronische Schmerzen. Was vielleicht noch? Ne? Vielleicht Heilungsverzögerungen auch? Ist sowas auch für Sie ein Thema? Also die Wundheilungsstörung ist auch eines der Themen, die wir haben bei den operativ versorgten Knochenbrüchen. Das ist eine Rarität, Gott sei Dank, heutzutage. Ja. Aber wir haben natürlich auch Wundheilungsstörungen, die wir durch unser Wundteam behandeln lassen. Das Wundteam, was auch mit in die Häuslichkeit übergeleitet wird. Also es gibt auch Wundüberleitungsteams, wo der Patient dann zu Hause besucht wird von Wundteams. Und die Frage, was benötigt der Patient, wird durch unser sogenanntes geriatrisches Assessment bei jedem Patienten erhoben. Also jeder Patient wird nicht nur gefragt, warum bist du hier, also jetzt in dem Fall der Beinbruch, sondern wir fragen nach Depressionshinweisen, nach kognitiven Störungen oder einfach der Mobilität. Ein Test zum Beispiel ist der Timed Up and Go. Der Patient wird gebeten, stehen Sie bitte auf, 2 Meter nach vorne, einmal umdrehen, wieder zurück. Klingt einfach. Das klingt einfach, das ist für viele Menschen schon schwierig. Einige können das gar nicht im Bett legen, aber wir können die Mobilität einschätzen. Wir können am Verlauf sehen, wie wird es. Und wir können zum Beispiel auch sagen, wenn er länger als 20 Sekunden braucht, muss er schneller gehen, wenn er über die Ampel geht, weil das ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit bei deutschen Ampeln, dass er diese Geschwindigkeit halten muss, wenn nicht, wird es schwierig. Und dann? Dann hoffen wir, dass er nicht am Auto überfahren wird. Nein. Natürlich, die Geriater beraten ja auch die Politik, wie schnell eine Ampelschaltung geschaltet werden muss. Und tatsächlich werden die adaptiert an die durchschnittliche Gehstrecke von unseren alten Menschen. Das wusste ich noch gar nicht. Tun Sie denn auch was für den Mann, dass er sich wieder besser bewegen kann? Also übt man zum Beispiel auch mit ihm, wieder Rollator zu gehen, wenn er wieder laufen kann? Die Therapie fängt im Bett an.
Das ist das Besondere oder das andere zu der klassischen Reha. Patienten erwarten meine Reha-Maßnahme. Das ist so, ich packe meinen Koffer, fahre an die Ostsee oder die Nordsee und gehe in eine Reha-Klinik. Und der Patient kann noch nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Also die Therapie fängt im Bett an, durch Durchbewegen, dann an der Bettkante, Waschtraining, Oberkörper, Esstraining. Die müssen auch wieder lernen, das selbstständige Essen. Dann Stand mit zwei Physiotherapeuten, mit einem Unterarm-Gehwagen, dann vielleicht mit dem Rollator, vielleicht am Schluss mit dem Handstock. Das Treppentraining nicht vergessen, das sind die verschiedenen Behandlungsstränge, die unsere Patienten durchleben. Und es wird jeden Tag aufs Neue getestet, was kann der Patient. Es kann das sein, dass noch eine Komplikation eintritt, eine Lungenentzündung, ein Harnwegsinfekt, wo der Patient sich wieder verschlechtert und man das Behandlungskonzept wieder neu evaluieren muss. Und das ist das, was wir unseren Patienten sagen. Wir haben keinen Plan für die 2-3 Wochen. Wir besprechen das jeden Tag mit ihnen. Ja, jetzt schildern Sie uns ja schon die ganze Zeit, wie es einem Patienten in so einem Alter ergehen kann. Abgesehen davon gibt es ja auch noch so Sondererscheinungen, die man eben hat, wenn man älter wird. Also ich sage mal Schwindel zum Beispiel. Also dass man nicht nur unsicher auf den Beinen ist, weil man wieder aus dem Bett rauskommt und nicht mehr sich so richtig bewegen mag. Das hat man auch schon in jüngeren Jahren. Aber dass da vielleicht noch andere Dinge auch dazukommen, die spezielle Herausforderungen für Sie sind in der Geriatrie. Das Schöne an unserer Geriatrie ist, dass wir in einem Haus der Maximalversorgung verortet sind. Also der Patient wird bei Aufnahmen natürlich gründlich untersucht, auch anamnestiziert, auch der Hausarzt angerufen, was ist schon mal bei dem Schwindel gemacht worden. Das kann sein, dass es tatsächlich eine Medikamentennebenwirkung ist, viele Blutdruckmedikamente machen bei dem alten Menschen Schwindel oder Schmerzmittel, Morphine zum Beispiel. Aber es kann auch ein Lagerungsschwindel zum Beispiel sein, wo unser HNO-Arzt mit ins Boot kommt oder eine neurologische Schwindelerkrankung, wo unser Neurologe mit reingeht. Oder auch phobische, also Angstschwindel. Ich möchte nicht aufstehen, ich habe Angst vor dem Sturz. Kleine Kinder sagen, ich habe Bauchweh, ältere Menschen häufig Schwindel, wo dann das Team unserer Psychologie oder auch Gerontopsychiatrie mit ins Boot genommen wird. Stichwort Psychologie. Eine häufige Erscheinung im Alter ist ja auch die Depression. Können Sie was dafür tun? Depression ist leider häufiger, als man glaubt im Alter. Und Patienten, die eine Depression schon mitbringen, werden durch einen Sturz, einen Beinbruch oder eine andere Erkrankung natürlich noch in ihrer Depression verstärkt. Dieses, ich schaff's nicht mehr nach Hause, ich weiß nicht, ob das alles wieder geht, werden durch unser psychologisches Team, aber auch durch medikamentöse Mitbehandlung in ihrer Depression behandelt. Ganz schwere Fälle werden wir vielleicht auch unseren Gerontopsychiatern, unsere Abteilung für psychiatrisch krank im Alter vorstellen, die konsidiarisch die Patienten mitbetreuen. Und was uns immer wichtig ist, auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen, die Ehefrau, die Kinder, den Hausarzt, auch manchmal die Freundin oder den Gärtner, dass sie gemeinsam mit uns als Team den Patienten bestärken, dass er wieder nach Hause gehen kann. Gehört auch zur Geriatrie, dass man sich nochmal anschaut, wie die Medikamente bei dem Patienten so sind? Also Medikamente, das kennt man ja von sich, die verträgt man mit 30 besser als mit 50 oder anders, die wirken dann nachher später anders. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das im Alter ja auch nochmal verändert und dass man nochmal neu drauf gucken muss. Also bei uns wird jede Medikation des alten Menschen kritisch geprüft. Einmal machen wir das durch ein Apothekenprogramm, das heißt Miona bei uns. Jedes Medikament wird auch verglichen mit den Laborwerten, mit der Nieren- oder Leberleistung des Patienten. Die Medikamente werden jedes Mal von Apotheker mitgeprüft und natürlich auch der Hausarzt befragt, welches Medikament macht Sinn oder nicht. Wir haben viele Patienten, denen wir Medikamente absetzen, weil die Sinnhaftigkeit gar nicht mehr gegeben ist. Es gibt Medikamente, die im Alter nicht notwendig sind. Also wenn jemand 95 Jahre ist, man gibt Medikamente, die verhindern sollen, dass er in 20 Jahren eine Erkrankung bekommt, davon aber Schwindel oder Muskelschmerzen hat, die setzen wir einfach ab. Mhm. Und manchmal ist es so, dass weniger deutlich mehr ist. Ja, und wie hoch ist die Chance, dass man nach dem Aufenthalt bei Ihnen zu Hause wieder selbstbestimmt leben kann, sich selber versorgen kann? Denn das ist ja eigentlich das Ziel der Geriatrie, also nicht bei Ihnen zu bleiben, sondern nach Hause zu gehen. Das Beispiel Ihres Vaters wieder anzunehmen. Aha. Er kann selber dafür tun, dass er in einem Krankheitsfall wieder nach Hause kann. Wenn die Patienten vorher mobil sind, muskulär gut aufgebaut sind, nicht übergewichtig sind, mental fit sind, also lesen ihre Zeitungen, kommunizieren mit Familie und Freunden, haben die sehr gute Chance, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Wenn es aber so ist, dass Patienten grenzkompensiert sind, schon eher bettlägerig sind oder nicht mehr rausgehen, keinen Kontakt haben oder auch eine Depression haben, haben eine geringere Chance, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Der Wille des Patienten ist wirklich entscheidend. Und das ist auch das, was wir als Motivationsteam mit den Patienten versuchen. Wir haben auch noch begleitende grüne Damen, die Patienten auch besuchen, mit denen spielen, dass sie auch ihre Laune verbessern.
und haben gar nicht so eine schlechte Chance, wieder nach Hause zu kommen. Bei den Zahlen ist es schwierig. Wir haben Patienten, die kommen liegend aus einem Pflegeheim. Wir sehen trotzdem ein rehabilitatives Potenzial und können tatsächlich auch gehend wieder nach Hause, wo das Heim anruft, wer ist das, den kennen wir gar nicht, der läuft ja rum. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die durch eine Operation, durch Komplikation, Lungenentzündung, Schlaganfall nicht mehr in die Häuslichkeit zurückkommen können, denen wir natürlich auch ein Angebot machen mit unserem Sozialdienst, wie die Versorgung weitergeht, zu Hause mit Hilfsdienst, vielleicht mit Umbau, mit einem Treppenlifter oder auch mal mit einer Pflegeeinrichtung, vielleicht auch eine Pflegeeinrichtung nur für eine kurze Zeit, bis vielleicht Wunden geheilt sind oder der Patient es wieder in der Pflegeeinrichtung gelernt hat, selbst zurechtzukommen oder Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind. Ziel der Geriatrie ist immer die häusliche Reintegration. Genau, wieder zu Hause leben zu können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitteschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.